Über Kaiserwetter freuten sich die Veranstalter umso mehr angesichts des 130-Jahr-Jubiläums des Tiroler Trabrennverein Kitzbühel 1881. Trabrennen, Ponytraben oder Haflingerfahren, toller Pferdesport, wurde einer großen Zuschauerschar geboten und auch bei den Pferdewetten wurde eifrig mitgemacht. Günter Weiß, Präsident des jubilierenden Vereins, ich darf herzlich gratulieren. 130 Jahre Trabrennverein, super, ich würde sagen, einer der ältesten Vereine überhaupt in Kitzbühel. Und du bist schon viele Jahre Präsident und auch Sprecher, nicht nur hier, sondern bei den anderen Rennen. Du bist also ein Experte. Wie entwickelt sich der Trabrennsport und wie ist der Kitzbühler aufgestellt? Ja, ich muss sagen, es kann ich nur sagen, sagen wir mal, heute schaut die Kulisse und alles in Kitzbühel und die Zuschauer, kann ich nur sagen, man wird stolz sein, dass man so einen Verein vorstellen kann, weil da ist so eine Tradition drauf, wie man sie wisst, wie es alle die Gründer erzählt zu Geigen, wo die Frau Mamos immer darauf hingewiesen hat. Und wenn man dann in dieser Ära diese ganzen prominenten Präsidenten, die ich vorher gehabt habe, wenn man da anschließen kann, ist es eine Ehre. Und wenn man heute sieht, entwickelt sich der Schlittenrennen absolut positiv gegenüber gesamt gesehen deutschen und österreichischen Raum mit den Dramen, hat das Schlittenrennen so ein Niveau gewonnen, das sieht man halt, wie da diszipliniert gefahren wird. Ich bin als Experte, kann ich es lang nur sagen. Also ist aber absolut erfreulich. Ich muss sagen, wir haben auch heute, wenn ich sagen darf, den Präsidenten, den obersten Chef der Traberzucht in Österreich, der heute Kitzbühel besucht hat oder da ist. Und das ist immerhin eine Auszeichnung und Ehrung. Und man sieht, dass die Leute auch von Wien in den Westen schauen. Sportreferent und Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger, auch hier raus in meinem Trabrennen. 10. Rennen, das letzte Rennen, das Hauptrennen, Preis der Stadtgemeinde, Trabrennsportclubrennen. Die Stadtgemeinde subventioniert und unterstützt dieses Rennen, hat uns schon der Präsident gesagt. Ich glaube, eine super Sache. Also das Trabrennen hat so viel Tradition in Kitzbühel, 130 Jahre, die wir ja heuer feiern. Das hat die Gemeinde immer unterstützt und ich bin da schwer dahinter, dass wir das weiterhin machen. Und ich setze mich auch sehr für den Trabrennverein ein, denn der liegt mir am Herzen. Das ist eine Veranstaltung, die hat Tradition, Sport und ist ein gesellschaftliches Ereignis. Also eine wunderbare Veranstaltung, die auch nicht sehr viel kostet, muss man sagen, gegenüber anderen Veranstaltungen. Ja, es sind Einheimische und Gäste da, wunderbar. Der Tourismusverband hat jetzt, glaube ich, dieses Feld angekauft. Damit ist die Zukunft gesichert, hoffentlich auch von den Subventionen her. Ja, der Trabrennverein hat ja eine bewegte Geschichte, was die Sportstätten betrifft. Sie sind ja auf sehr vielen Plätzen gewesen, schon in Kitzbühel und jetzt schlussendlich hier. Und da ist es super, wenn der Tourismusverband diesen Platz jetzt angekauft hat und das Trabrennen gesichert ist für die Zukunft. Absolut eine tolle Geschichte. Lange bevor es in Kitzbühel den Skisport gab, wurde Wintersport betrieben und zwar Gasselfahren, also Pferdeschlittenrennen, es wurde gerodelt, es wurde Eis geschossen und der Trabrennverein, erster Nordtiroler Trabrennverein, dass ich es richtig sage, wurde vor 130 Jahren gegründet. Der Skiclub ist jetzt etwas über 100 Jahre alt und neben mir steht jetzt der Vizepräsident dieses wirklich traditionsreichen Vereins, der Josef Brucker, der Seppi, wie man alle nennt, der ist auch heute ein großer Sieger, denn sein Pferd hat in einem der ersten Rennen bereits gewonnen. Wie ist die Entwicklung des Trabrennsports? Danke Michael. Die Entwicklung des Trabrennsports, speziell die Aufrechterhaltung dieser Schlittenrennen, dieser traditionellen Schlittenrennen, speziell im Bezirk Kitzbühel, ist natürlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell höchst interessant und notwendig für uns. Darum muss der Trabrennsport weiterlaufen. Bei uns in Kitzbühel. Speziell, ich habe heute mit einem jungen Pferd ein dreijähriges Stute österreichischer Zucht habe ich gewonnen. Also das ist eine besondere Freude, zum Jubiläum mit 130 Jahren da in Kitzbühel auf eigener Bahn zu gewinnen. Es gibt im Sport nichts Schöneres. Musik
Es sind verschiedene Rassen, die hier vorgestellt werden. Wir sehen die Mini-Traber, von Ponys, glaube ich, gezogen. Es sind Warmblüter, Kaltblüter. Die Noriker kommen auch immer wieder. Es ist gar nicht so leicht, diese Pferderassen irgendwie am Leben zu erhalten. Also es kostet ja viel Geld. Es ist natürlich so, dass natürlich in den letzten Jahren, aufgrund, früher waren diese Tiere ja Lastentiere, jetzt sind sie nur mehr Sportpferde, sei es Haflinger, sei es Noriker, sei es Traber, speziell im Renngeschehen da, sind da. Aber die Zucht bleibt eigentlich, die Züchter sind eigentlich volles Mutes eigentlich in ganz Österreich und auch in Tirol, eigentlich weil es Tradition ist. Das gehört dazu, das gehört zu uns, unserem Leben dazu, zu unseren Lebensbereichen dazu und ich finde das ganz wichtig. Und die Mini-Traber, da wird auch die Jugend herangebracht, Mädchen wie Buben. Das ist natürlich hochinteressant, dass der Sport weiterlebt mit den Jugend. Mit der Jugend, mit den Kindern, dass die Kinder schon mit den Pferden oder mit den Ponys zu tun haben. Ich finde es ganz grandios und schön, dass, weil das erhalte den Sport am Leben. Du bist auch stellvertretender Obmann von Kitzbühel Tourismus. Wir sind hier außen bei Münichau und dieses Feld wurde ja angekauft vom Tourismusverband. Damit ist ja die Rennbahn gesichert für die nächsten Jahrzehnte. Ich glaube, mindestens einmal 30 Jahre, glaube ich, läuft der Vertrag auch mit der Gemeinde Reit, die da auch ihre Zustimmung geben mussten. Ebenso Polo, also eine super Sache. Es ist natürlich, wenn das wirklich durchgeht, wobei noch ältere Behördenwege ausstehend sind. Aber der Vertrag ist unterschrieben. Der Vertrag ist unterschrieben, aber die Behördenwege sind noch im Gange, im Laufen. Man wird sehen, was sich in den nächsten 2 Monate oder 3 Monate in dieser Sache ergibt. Wir sind voller Hoffnung. Wir sind natürlich voller Hoffnung, auch seitens des Trabrennvereins, seitens des Poloturniers, dass dies auf diesem Felde beibehalten, auf Jahrzehnte beibehalten werden soll. Man wird sehen, was es gibt. Wir hoffen, dass es durchgeht. Also Traber heil für euren 130 Jahre alten Club und dass noch viele Rennen hier stattfinden. Bedanke mich, lieber Michael, Dankeschön. Maria Brunner, ein Name, der verbunden ist mit dem Trabrennsport. Deine Großmutter, die Maria Marmoser, war schon Präsidentin dieses Vereins. Du warst dann auch Präsidentin und jetzt bist du, glaube ich, nach wie vor im Verein da. Bei dir wurde heute Vormittag gefeiert in der Goldenen Gams. 130 Jahre Trabrennverein, ist eine tolle Sache. Chifra, kann ich mich erinnern, war eines eurer Pferde früher. Die Mama ist da auch gefahren. Also ganz große Tradition. Ja, also ich bin nie Präsidentin gewesen. Ich bin immer noch Vizepräsidentin und habe auch vor, das zu bleiben. Die Mama ist natürlich immer gern gefahren mit der Schifra. Mit der Allegra, glaube ich, ist auch gefahren. Das wisst jetzt du wieder besser, ob das den Tatsachen entspricht. Eine so Stadthotellierin hat trotzdem immer noch Beziehungen mit dem Trabrennsport. Ich finde das eine super Sache. Der Trabrennverein ist seinerzeit vor 130 Jahren bei uns gegründet worden, in unserem Haus. Und es sind immer von der Familie Leute im Vorstand bzw. Präsidenten gewesen. Es war die Oma Präsidentin, es ist dann der Papa Präsident gewesen. Und jetzt bin halt die Vizepräsidentin. Und gibst du dem Trabrennsport eine Zukunftsvision? Es kommen immer mehr Zuschauer zu diesem Rennen. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist einer der ältesten Vereine in Kitzbühel und der hat natürlich auch Zukunftsvisionen und die, wie man heute sieht, natürlich getragen werden. Nicht? Und bei dem tollen Wetter sowieso. Ja, es sind nicht nur Einheimische da, sondern auch die Gäste. Ja, Gott sei Lob und Dank. Fahren auf Schnee, Traben auf Schnee ist ja doch ein bisschen eine andere Sache als wie auf einer Sandbahn, oder?
Auf alle Fälle, und da gibt es dann gewisse Experten, auch bei den Pferden. Ich meine, ich habe selber einen und bin neugierig, wie er dann heute geht, der am Sommer absolut gut geht, aber noch lange nicht weiß, ob er im Schnee dann das auch bringt, weil am Schnee, da, das mit dem Geläuf, das ist natürlich, das ist ein Schlittenrennen, soll auch so sein. Da kommen Pferde zum Zug, die vielleicht in der Kreau nicht zum Zug kommen. Aber das zeigt eben, dass die Winterrennen eine andere Voraussetzung verlangen, als wie auf einer Sommerbahn mit Autostart und so weiter, nicht? Viele Zuschauer hier, ich werde da immer wieder gefragt, warum gibt es eigentlich kein Skihöring mehr? Skihöring haben wir letzte Woche in Meierhofen mit dem Trabreiten wieder probiert. Seit langem hat es nicht mehr funktioniert. Das hat funktioniert in Meierhofen und ich hoffe, das könnte immer wieder anschließen. Es ist nur eines, ich habe in Kitzbühel so viele Pferde, Gott sei Dank, bin sehr stolz drauf. Wir haben ein Riesenprogramm mit 100 Pferden und da ist es dann so schwer, noch ein Rennen zusätzlich einzubauen. Also ist das natürlich, kann man heute nur mehr mit den Trabern machen, weil die Vollblockgalopper, die sind einfach zu schnell auf so einem Wintergeläuf. Und mit den Trabreiten, da geht es noch. Beim vielleicht versuchen jetzt einzubauen wieder. Es werden ja auch beträchtliche Geldsummen ausgelobt. Wie ist es, Sponsoren zu finden? Ja, Gott sei Dank bin ich in der glücklichen Lage, muss ich sagen, dass wir eigentlich schon seit Jahren unsere fixen Sponsoren haben. Gott sei Dank, da ich mich auch sehr herzlich bedanke. Aber heute brauche ich nur anklopfen und sie sagen, ja, machen wir wieder. Und das ist eigentlich, dass die Rennen jedes Jahr gesichert sind. Unkosten sind ja genug. Und vor allen Dingen muss ich sagen, ohne Tourismus und Gemeinde wird sowieso nicht gehen, weil wir so eine Bahn zu präparieren, der ohne diese Geräten und Maschinen wäre es gar nicht möglich. Also da muss ich mal herzlichen Dank sagen an diese Institutionen. Bürgermeister und Tourismus, Herrn Adi, also alle, wie sie da sind und der Bauhof. Nicht? Also dann Traberheil. Danke vielmals, sehr nett. Danke, ich hoffe, dass wir das weiterhin über die Runden bringen. Dankeschön.